Hallo liebe Freunde und Freundinnen von Mittelstadt TV. Heute gibt's mal ein Tutorial. Hier seht ihr schon im Hintergrund die Bilder, um welchen Bereich es sich handelt. Nämlich da, wo die Schenker-Spedition hinkommt. Ja, warum mache ich diesmal ein Tutorial? In letzter Zeit wurde ich öfters angesprochen, wie ich Gleise schotter, mit was ich schotter und wie ich mit meinen ganzen Arbeitsvorgängen überhaupt an die Sache herangehe. Hier seht ihr jetzt schon, das Gleis ist halt eingefasst, schon mal mit Pappe. Da zum einen, hier seht ihr es jetzt gerade, das Gebäude, die Rampen natürlich passen müssen, einmal für den Waggon, einmal für die LKWs, das sind nämlich verschiedene Höhen. Und zum anderen, auf dem linken Platz soll nämlich ein Betonplatz entstehen. Das ist also jetzt hier da, wo der Schenker, die Schenker-Wechselbrücke ist. Das wird alles ein Betonplatz und da wird das Gleis dann halt drin verschwinden. Deswegen musste das Ganze vorbearbeitet werden. So seht ihr jetzt, wie das Gebäude ausgerichtet ist. Das heißt, es kann eigentlich losgehen. Ja, zum einen nehme ich Coemo Schotter. Hier seht ihr jetzt eine Mischung, zweimal dunkel und einmal anderthalbmal Rost. Das heißt also immer auf die Tüten bezogen. Dementsprechend habe ich das gemischt. Da es sich hier um ein älteres Gleis handeln soll, darf da ruhig ein größerer Anteil dran sein. Hier seht ihr jetzt gerade den Schotterbesen. Vorher die Schippe, mit dem ich den Schotter verteile. Und hier einmal einen weichen und einen härteren Borstenpinsel. Da kommt jetzt noch die Bürste. Aber das erkläre ich euch gleich. Ja, hier sehen wir jetzt noch verschiedene Mischungen, die ich habe. Ich habe immer vier Mischungen eigentlich parat. Für jeden Bereich und Situation, wo es dann halt mal anders aussehen soll. Zum Beispiel, wenn auch mal Schwellen gewechselt wurden. Ja, und nun geht das Ganze los. Ihr seht, eigentlich ganz primitiv mit dieser kleinen Portionierungsschippe mache ich jetzt erstmal den Innenbereich. Das hat sich für mich eigentlich als beste Variante herausgestellt. So, dann werden wir jetzt gleich mal den Film ein bisschen schneller abspielen. Und wenn das Ganze passiert ist, kommt der Schotterbesen. Der Schotterbesen ist bei Digitalzentrale zu kriegen. Dort habe ich mir ihn damals besorgt und ich möchte ihn ehrlich gesagt auch nicht mehr missen. Ja, diese Grobverteilung wird jetzt wie gesagt mit dem Schotterbesen gemacht. Dafür geht man dann mehrfach übers Gleis. Man sollte sich auch angewöhnen, nie das ganze Gleis direkt zu schottern, da man ja doch immer den Überhang weiter verteilen muss. Jetzt kommt der sehr weiche Borstenpinsel, um die Schottersteine, die jetzt zum Beispiel noch auf den Schwellen liegen oder sich am Gleis angeheftet haben, zu verteilen. Ja, ein bisschen blöd. Ihr seht natürlich jetzt sehr oft meinen Arm, aber irgendwie war es leider nicht anders machbar, die Kamera so hinzustellen, dass sie nicht stört. Jetzt kommt der härtere Borstenpinsel. Um damit dann nochmal Schottersteine, die sich ein bisschen querstellen, zu überzeugen,
ihre Position zu verlassen. So, jetzt wird der Film mal schneller abgespielt, weil sonst verbrauchen wir einfach zu viel Zeit für den ganzen Film. Ja, nachdem wir jetzt den Innenbereich erledigt haben, wird der Außenbereich verfüllt, weil selbst wenn da ja Betonplatten drüber liegen, sieht man ja ganz leicht zum einen, dass da drunter Schotter liegt, und in Wirklichkeit liegt ja nun auch Schotter da, um das Gleis zu verfestigen. Außer in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit, da wird es dann natürlich öfters betoniert. Aber diese Zeit geben wir ja nicht wieder. Wie ihr seht, verteile ich jetzt immer direkt auf der Schwelle den Schotter, fällt dann natürlich auch in die Fächer rein, fahre dann wieder mit dem Schotterbesen drüber. Und erhalte so eigentlich eine harmonische Verfüllung der Schwellenfächer. Auch hier jetzt wieder direkt mit dem härteren Borstenpinsel, weil außen verteilt man dann doch gröber. Und das Ganze wird ja hier auch in diese Fächer verfüllt, die rechts und links vom Gleis hingelegt wurden, also der Pappe. Ja, das Ganze dann auch nochmal hier direkt beim Gebäude. Erst wieder die Mitte. Ganz wichtig dann halt auch direkt das vernünftig wieder zu verteilen. Hintergrund ist der, jetzt wenn man außen den Bereich macht und hat jetzt zum Beispiel ein Schwellenfach in der Mitte, wo es noch nicht ganz so schön ist, kann man das gleichzeitig auch dann eben noch weiter verfüllen und nochmal drüber wegziehen. Ja, jetzt kommen wir hier zum Ende. Und wie ihr seht, hier in der Mitte mache ich jetzt erst, weil ich hier jetzt den Abschluss des Gleises habe und den Schotter dann dementsprechend auch übers Gleis hinwegziehen kann. So dass es dann hinterm Prellbock auch verfüllt ist. Hier seht ihr jetzt links neben dem Gleis, wo ich gerade mit dem Pinsel drüber gehe, dass es sich, dass da das braun ist. Das ist einfach Trittschalldämmung, die neben dem Gleis aufgeklebt wurde, weil dort nachher der Rangierweg drauf kommt, da wir hier in diesem Bereich ja nicht mehr mit den Betonplatten nachher arbeiten werden. Das heißt also, der Rangierer geht ganz normal da über diesen Weg, um seine Wagen abzukuppeln. Viele werden sich jetzt fragen, warum macht er den Rangierweg nicht zuerst? Da kann ich euch nur sagen, das habe ich ganz früher, habe ich das auch mal gemacht. Erst den Rangierweg, dann der Schotter. Dann fällt der Schotter halt direkt auf den Rangierweg und alles ist schön. Aber nachdem mir dann mal aufgefallen ist, dass bei uns im Rangierbahnhof, als wir neue Gleise gekriegt haben, der Rangierweg auch zuletzt gemacht wurde und dementsprechend wirklich angeglichen wurde mit dem Schotter, damit die Rangierer halt nicht über irgendwelche Hügel rübertreten müssen, wenn sie zwischen die Wagen treten,
habe ich mir dieses eigentlich auch angewöhnt, den Rangierweg als letztes zu machen. Das werdet ihr dann auch später im Film nochmal sehen. So, hier verfüllen wir jetzt gerade auch nochmal die Seite. Die Schwellen sind eigentlich schon fertig, aber jetzt haben wir noch hier einen Bereich direkt vor der Rampe, die da ja sein wird. Und da gleiche ich jetzt schon mal ein bisschen den Schotter an. Wobei ich aber irgendwann später das nochmal bearbeiten werde, um es richtig vernünftig hinzukriegen. Aber jetzt erstmal nur so, dass er grob da liegt. So, das Ganze natürlich hier wieder ein bisschen säubern. Man muss immer ein bisschen wieder auf der Schippe haben, um nochmal kleine Stellen nachzubearbeiten. Aber ihr seht, im Grunde genommen, wenn man es öfters gemacht hat, geht es eigentlich sehr einfach und sehr schnell. Es macht halt die Gewohnheit. So, jetzt kommen wir zum Kleben. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, nach nü, was hat der denn für einen Kleber da? Dieser Kleber ist von einem Fremo-Kollegen mal entwickelt worden. Es ist ein Kleber in Pulverform, der in Isopropanol aufgelöst wird. Isopropanol, wisst ihr, alkoholhaltig sehr hoch und der Alkohol verfliegt halt dann beim Trocknen. Vorteil vom Isopropanol ist, ich brauche, wie ihr gerade gesehen habt, den Schotter nicht vorher anzufeuchten, wie es zum Beispiel bei der Leim-Spüli-Mischung ist oder auch bei vielen anderen Herstellern, die Kleber halt anbieten. Der Nachteil meiner Meinung nach ist nämlich dadurch, dass der Schotter erst feucht ja, beziehungsweise angefeuchtet wird, wird er ja schon dabei dunkel, dann kommt der Kleber mit seiner Schicht darüber und der Schotter kann eigentlich nicht mehr wieder ausdünsten. Dieses Problem habe ich bei dem Isopropanol-Gemisch nicht. Und dadurch wird der Schotter auch wieder nachher so hell, wie er in seiner natürlichen Konsistenz ist. Aber wie ihr jetzt gerade gesehen habt, auch erst wieder innen mit dem Kleber, dann den Außenbereich. Hintergrund ist der: Die Schwellenfächer sind ja nach außen hin offen, beziehungsweise immer jedes zweite. Und dadurch kann von innen der Kleber schön nach außen ziehen. Das heißt also, der Unterbereich ist schon angeklebt. Hier seht ihr jetzt gerade eine MDF-Platte, die ich mir von einem Kumpel habe lasern lassen. Und das werden meine Betonplatten. Hier ein kleiner Test, ob es mit der Höhe dann auch wirklich passt, weil ich musste vorher nämlich ganz schön schleifen. So, nachdem der Schotter jetzt endlich getrocknet ist, also ich lasse ihn wirklich gut 24 Stunden trocknen, bevor ich da wieder beigehe. Hier seht ihr jetzt, er ist jetzt immer noch leicht dunkler, aber er wird noch heller. Das kann bis zu 3 Tage dauern. Und dann hat er seine natürliche Farbgebung. Wie ihr seht, in der Zwischenzeit habe ich dann jetzt auch schon hier die Böschung verspachtelt. Ihr könnt sehen, mit was. Vallejo Earth Textur. Ein sehr geiles Zeug. Also, das ist ja Sand im Leimgemisch, kann man sagen. Wird schön hart. Jetzt kommt die Bürste. Und ihr seht,
man darf nicht ängstlich sein. Man muss auch mal was testen und ausprobieren. Warum mache ich das Ganze? Zum einen sollte doch noch mal ein Schotterkorn irgendwo auf der Schwelle kleben oder am Gleis, was natürlich beim Fahren mit den Zügen zu unschönen Situationen führen kann. Des Weiteren, die Schwellen können natürlich durch den Kleber auch leicht anfangen zu glänzen. Deswegen schrubber ich sie wirklich mit dieser Metallbürste ab, die ich mal im Baumarkt in so einem Dreier-Set gekriegt habe, und erreiche dadurch auch eine sehr schöne Farbgebung der Schwelle. Ja, nachdem alles sauber gemacht worden ist, werden bei mir jetzt die Schienenprofile nochmal gereinigt, bevor ich damit der Alterung drüber gehe. Auch hier der Hintergrund ist, der Kleber kann ja trotzdem noch auf dem Schienenprofil sitzen. Gehe ich jetzt mit der Grundierung, die ihr jetzt hier seht, Coemo Schienengrundierung, auch sehr toll, darauf hält wirklich gut Farbe. Ein einzelner Pinsel, auch dazu kann ich euch was sagen. Kauft euch nicht das Billig-Scheißzeug aus dem Baumarkt. Geht wirklich mal in den Künstlerbedarf und holt euch da Pinsel. Ihr werdet sehen, das ist besser. Es gibt nicht umsonst den Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Weil so ein Künstlerbedarf-Pinsel hart eigentlich so gut wie gar nicht. Und das ist natürlich bei solchen Arbeiten wesentlich besser. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Also wie ihr seht, ich bin jetzt dabei, die Schienenprofile zu reinigen. Ach ja, ich war ja noch beim Reinigen der Schienenprofile. So, jetzt habe ich es. Und zwar reinigt die Schienenprofile, bevor ihr sie altert. Habt ihr da Kleber dran kleben und dann geht ihr mit Farbe drüber, dann müsst ihr den auch erstmal wieder entfernen. Und da kommen dann schnell Situationen, wo eine Lok sagt, oh nö, da will ich nicht mehr fahren oder so. Und deswegen, Reinigung ist das A und O. Ja, wie gesagt, hier seht ihr jetzt, ich ziehe wirklich mit einem Pinsel die Grundierung aufs Gleis. Andere Leute machen das mit Airbrush, habe ich auch schon ausprobiert. Gefällt mir nicht so, weil zum einen, entweder klebst du wer weiß was alles ab. Hier könnt ihr jetzt sehen, tiefschwarz, das ist richtig Grundierung, die mit dem Metall arbeitet. Auch hier könnt ihr jetzt schon sehen, die Schwellen sind aufgehellt. Da glänzt keine Schwelle mehr. Die Schwelle ist heller. Und nachher, ganz zum Schluss, kann man dann schön mit einem Washing noch über die Schwelle gehen und dadurch wieder ganz andere Effekte hervorholen. So, nach ein paar Stunden Trocknungszeit gehe ich dann mit 71080 von Vallejo, auch mit einem Pinsel, an das Gleis und altere dieses. Auch wenn der Film ein bisschen schneller läuft. Dieses Gleis ist, glaube ich, fast 2 Meter lang. Es dauert nicht wesentlich lange. Also, bevor ich Airbrush oder wer weiß was aufgebaut habe, bin ich mit dem Gleis schon teilweise schneller fertig mit einem Pinsel, als sich überhaupt der ganze Aufwand bei Airbrush lohnt. Aber ist natürlich auch die Sache, man muss erst die Erfahrung sammeln und die Übung macht den Meister. Da war jetzt zum Beispiel gerade ein Schotterkorn, was am Gleis noch klebte, obwohl ich das vorher gereinigt habe. Beziehungsweise es klebte nicht am Gleis, sondern am Kleineisen. Und da wollen wir es natürlich überhaupt nicht haben.
So, falls ihr euch wundert, was das hier für ein Metallturm ist, das sind meine Alu- und Bleiblöcke, die ich halt zum Beschweren nehme, beziehungsweise um irgendwas, da jetzt zum Beispiel in dieser Situation ist es die Spundwand, die ich da schon habe angefangen zu kleben. Ja, und wie ihr seht, einen schönen langen Pinsel und man zieht einfach Bahnen am Gleis entlang und durch die Grundierung ist eigentlich ratzfatz auch die Farbe aufgetragen. Ja, so schnell geht es eigentlich mit dem Altern des Gleises. Hier könnt ihr jetzt noch mal sehen, schön wirklich rostrot. Von Coemo gibt es auch rostrot, allerdings benutze ich dieses zum Beispiel nur bei neu verlegten Gleisen, weil das viel zu hell ist. Alte Gleise sind dunkelrostrot. Achtet mal draußen. Ja, als letztes für diesen Film machen wir jetzt einfach nochmal hier den Rangierweg. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Ich habe mir da halt auch wieder so eine Mischung fertig gemacht. Also ich muss dazu sagen, ich mische oft gesiebten Vogelsand mit Pigmentfarben und kann dadurch dann natürlich auf wer weiß was für Farbsortimente zurückgreifen. Und das ist eigentlich immer ganz lustig. Manchmal ist man selber überrascht, was dabei rauskommt. Ja, auch hier wieder meine Schippe. Wie ihr seht, ich verteile es einfach mal ein bisschen gröber, weil alles andere ist ja schon trocken. Der Rest wird nachher dann weggesaugt. Das haben wir jetzt einfach direkt in den Leim reingedrückt. Und wie das Ergebnis dann aussieht, ich meine, jetzt habt ihr ein Vorergebnis, aber wie das Ergebnis dann nachher wirklich aussieht, wenn es getrocknet ist, seht ihr dann beim nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne wieder ein paar Daumen da und schreibt auch was unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.